und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Explored. Ja, und wir sind diesmal nicht zu Hause, sondern an einem Roguelike Dungeon, wie wir schon gesagt haben. Den wollten wir auch mal erkunden und dann vielleicht auch andere Dörfer oder andere Strukturen, die gespawnt sind. Und ich bin mit Arrow hier. Übrigens ist Kujan mittlerweile auch ausgewachsen, das ist auch ganz nett. Und ja, wir wollen jetzt einfach mal hier rein. Hier oben war ich schon mal offscreen und habe die Truhe, alle Truhen mal zusammengepackt, sofern ich weiß. Und hab dann hier die tollen, super tollen Hosen, die gefärbten sind hier. Und sonst unnötiger Kram, relativ. Wir nehmen mal diese Essenssachen hier mit und die Bücher, die Fäden. Ich glaube, das kann auch ganz nützlich werden. Ja, Arrow wartet draußen und wir gehen jetzt einfach mal nach unten. Gucken, was es erwarten wird. Und am besten mit... Sollen wir Nachtsicht aktivieren? Ja, können wir eh nicht mehr runter machen. Das Amulett übrigens habe ich hier reingetan. Das wurde eher gesagt, weil das nur bei starken Gegnern aktivieren. So werde ich mich dran halten. Waren ja relativ viele Kommentare reingegangen und jetzt habe ich mich so entschieden. Und ach du Heilige. Ist aber eigenartig gespawnt hier. Okay. Jetzt kommen wir mit Kampfmusik. So. Haha, ich bin auch schlau. Nein, da gehen wir stark wieder nach oben. Auf die Fläche und stellen auf hart. Nicht schon wieder dieses Malheur hier mit überall auf Peaceful oder so weiter. Hier soll ja stockdunkel sein. Was ist das hier für ein Kristall? Regeneration, ja, wie passend. Schön, jetzt auf schwer sollten haben wir hier auch Monster spawnen. Blumentöpfe. Was vom Kuchen essen. Was gibt es hier? Laudanum. Ach du Heilige. Jojo, nehmen wir alles mit. Schön. Die Blumentöpfe, die sind am besten. Gucken wir mal. Die Blumentöpfe, so viele. Waren da bisher im Blumen... Eigenartig mit dem Jungle Wood. Ist das ein eigener Roguelike Dungeon? Gehen wir mal eins runter, denn die werden ja immer schwieriger. Da ist schon ein Creeper. Oh, da kommen sie schon. Hui, hui. Ganzen Rüstung, die brauchen wir auch ganz ehrlich gesagt nicht. Ach du Scheiße, ja, das können wir aber... Ja, diese Sachen brauchen wir nicht. Die können wir nicht sortieren. Ganz eigenartig. Egal. Gehen wir weiter. Oh, hier ein Amboss. Ja, den möchte ich... Oh. Nein. Ja, die haben ja alle Rüstung. Aber ich möchte die Rüstung alle gar nicht haben. Ach du Scheiße. So, was brauche ich denn nicht? Ja, die ganze Rüstung ist echt unnötig. So, was wir unbedingt mal machen müssen, ist jetzt ein Brot essen. Und in dem Backpack eigentlich alles tun. Vor allem die Tränke, hier so das Zeugs brauchen wir nicht. Zuckerpeter brauchen wir schon. Ja, den Pfeil brauchen wir aber. Wunderbar. Die können wir dann doch irgendwie nicht aufwerten. Ach du heilige Scheiße, ja, das ist ganz gut. Tempered Blade, genau, das können wir alles mitnehmen. Schön. Ja, hier ist der Müll drin. Aber unten wird uns das ein bisschen schwieriger werden, glaube ich. Du Scheiße, diese Tränke, brauchen wir die überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Der Redstone-Box sieht ganz attraktiv aus. Die Netherwarzen, ja gut, wir haben ja genug Netherwarzen und Brauchständer auch. Dann lassen wir hier Glas, Bottles und Tränke hier. Spinnenaugen können wir noch mitnehmen. Kann man bestimmt auch für irgendwas verwenden, was man sonst nie brauchte. So, perfekt. Dann gehen wir wieder, Was ist ein eigenartiger Dingens hier, Rocket Dungeon? Komisch, hier mit dem Jungle. Nie gesehen. Oh. Oh, Zombie Dog. Okay, noch nie gesehen. Kommen wir hier rein? Nö. Ja. Ich glaube, da geht's auch nicht wirklich weiter. Das ist bestimmt nur eine Höhle. So.
Pumpkin. Nee, brauchen wir nicht. Gras hier unten. Ist ja voll Gras hier. Oh, nee. Oh, Essence Ore. Damit können wir auch mal was machen. Ich denke, das machen wir dann auch dann als nächstes. Oh, was ist das denn hier Schönes? Tank White, genau. Das nehmen wir nämlich gerne mit. So. Hier vorne ist ein Skelett-Spawner. Den möchten wir mal... Oh. Uiuiui, jetzt geht's aber los hier. Scheiß Skelett. Alter Verwalter, die haben's in sich. So. Jo, nehmen wir alles mit, was wir können. Bücher. Trinker wollten wir hier lassen. Und die Rüstung natürlich. Oh. Alter, das sind echt so... Imba, wetten, das ist jetzt... Ah nee, das ist einfach nur die normale Rüstung. Ja, unsere Rüstung hält das noch aus. Ah, dieses Hunger, das ist ganz komisch. Boah, ja, das ist schon heftig. Übrigens, dazu angekündigt, der... Vintage Jazz. So ein Mist, das können wir mitnehmen. Das Beste. So, nehmen wir alles hier schön mit. Wunderbar. Oh, Cross Memorial. Kann man das craften? Kann man daraus irgendwas machen? Nein, wir können es einfach nur aufstellen. Wir müssen auch übrigens mal Grabsteine machen für unsere verstorbene Familie. Alysa, Penny und natürlich Stephanie. Naja. Was ich aber noch sagen wollte, ist zu dem Server. Zum Community-Server von Hexe 2. Oh, ein Ender-Ei. Ach, von Grüber auf Geier kommt er, okay. Ne, zum Hexe 2-Server. Oh, ach du Scheiße. Nein, Jungle Spider. Hoho. Es war ja angedacht, dass, oh, Alter, wie viel Blindness. Oder wie müssen wir noch... Oh, mein Blindness, ganz ehrlich. So, dankeschön. Hexe 2 geht kaum auf Servern, weil die so ist richtig instabiles Modpack. Ganz furchtbar ist das. Und deswegen werde ich jetzt das Modpack Hexical Future nehmen. Das ist, was mein kleiner Bruder auch spielt. Finde ich sehr lustig. Das war nämlich die originale Hexit-Nachmache für 1.6.4 praktisch. Das hier ist die Höhle. Hm. Und das wird dann wohl auf dem Server kommen. Hätte alles schon früher sein können, wenn Hexit 2 funktioniert hätte. Aber dann ist... Hilfe, ist voraussichtlicher Start, ist dann... Oh, was ist denn hier? Aha. Ja, leider zu doof, das Vieh. Okay, passt. Der voraussichtliche Start ist dann... Alter, wie viele Kristalle. So, jetzt muss ich aber echt mal was zu Ende sagen. Wer gab mir so mal Erfahrung... Der Leim, oder? Jump Boost. So, jetzt sei es aber echt mal zu Ende. Jetzt kommen wir hier ein bisschen in einen ruhigen Ort. Voraussichtlicher Start morgen um 18 Uhr, aber dazu wird dann noch ein Infovideo kommen. Wenn da kein Infovideo an dem Tag kommt, dann ist das der Start auch noch nicht, aber. Oh Mann. Alter, das gibt's nicht. Alter, heftig. Diese Silberfische. Alter, das sind noch Infernal Tides gewesen. Ich hoffe, ich kriege das hier jetzt alles gebacken. Das ist so die Sache. Und... Ja, ich glaube, ja, Rock the Dungeon ist jetzt schon vorbei, leider. Das ist ein bisschen schade. Diese wunderschönen Steine, die sind echt perfekt. Zwar nicht zwecksmäßig, aber was soll's. Die sind schon zwecksmäßig. Oh, der Schwarze. Ich hab noch gar keinen, Ey, wir können ja drin baden. Haha. Ganz vergessen. Perfekt. Wir können baden und das... What the fuck? Halten wir das irgendwie auf? Die Lava. Das ist ja ganz komisch.
Gut, nee, dann bauen wir das mal zu mit Mossy Stone Bricks. So ein Mist. Ich möchte die gerne mitnehmen. Immer noch am Brennen, jo. Don't give a fuck. Ich frag mich jetzt hier, was wir... Also gut, Kristalle sollten wir auch mitnehmen. Ich guck mal, was hier noch alles reinpasst. Eigentlich alles, was wir hier nicht brauchen. Okay, ja, aber das passt ja schon jetzt eher. Jetzt können wir auch mal hier drin mal alles sortieren. So, mehr passt hier nicht rein. Da können wir das hier mitnehmen. Ein bisschen Essenz-Zeugs. Perfekt. Ah, das war der Lilane, okay. Wunderbar. So, und natürlich noch die schönen Büschchen. Wunderbar, das passt jetzt. Emerald, okay, gut. Perfekt. Jetzt versuchen wir nochmal alles hier reinzustopfen, was irgendwie nur geht. Gar nichts mehr. Okay, was soll's. Haben wir jetzt alles. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, das war ja ein bisschen eine magere Ausbeute hier von dem Dungeon. So. Da ist Arrow und wir haben Nacht, okay. Schlafen wir erstmal. Und tschüss. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, erstmal mit... Oh Gott, Arrow hat hier ordentlich gefedert. Würde ich sagen, Dings, Rock the Dungeon 1 entfernen. Da haben wir nichts mehr zu suchen. Und wir gehen jetzt wieder zum... Ja, wirklich das Portal brauchen wir. Schlucht weiß ich auch nicht. Dorfunterkunft ist auch noch ganz wichtig, aber wir müssen zum blauen Wegpunkt. Und da können wir jetzt ordentlich fliegen. Wir haben jetzt hier 36 Level, da können wir auch wieder ein bisschen was verzaubern. Könnt ihr eben mal hier oben vorbeigucken. Haha, es ist so genial mit den Chocobos. Like a Chocobos. Oh, den Witz hatten wir auch schon mal, dieses leckere Wasser. Hier oben geht's aber schön in eine Truhe. Wenn es hier keine guten Sachen gibt, dann... Boah, Diamant. Boah, naja, egal, man will sich ja nicht beklagen. War ja kostenlos. Jo, dann fliegen wir hier runter. Alter. Gut, dass ich Feather Falling 4 hatte. Aber jetzt bin ich auch wieder zu Hause praktisch. Deswegen kann ich ja wieder eine Regeneration drauf machen. Und der nimmt auch keinen Fallschaden, sonst wäre der jetzt tot. Ich wollte mit Shift nur runter, aber natürlich das ja absteigen. Ich bin doch der Schlauste einer. Ich glaube, man kann gar nicht runterfliegen lassen. Nee, da muss man warten. Oh. Gut, dass die hier keinen Fallschaden kriegen können. Ja, logisch, die fliegen ja auch. Alter, der wäre jetzt locker tot. 25 Herzen retten dagegen auch nicht. Gut, hier ist das Portal im Nether. Und hier sind wir auch schon wieder zu Hause. Wunderbar. So, das passt jetzt ja. Schön. Gut, dann würde ich sagen, packen wir erstmal unsere Sachen hier weg. Hier die Werkzeuge. Zack, zack, zack. Oh ja, genau so wollte ich es haben. So, dahin. Dann, ja, da gucken wir mal. Wir wollen ja noch ein bisschen mehr erkunden dann. Zack. Packen wir noch hier Sachen rein. Das kommt da rein. Und dann haben wir einiges aus der Höhle noch gesammelt. Na. Tschüss. So, dann haben wir hier noch Aloe Leaf. Und das ist hier kein Pem. Perfekt. Dann kommt hier der... Die könnten wir eigentlich auch alle mal aufstellen. Können wir die an die Decke? Ja, das wär auch zu schön. Müssen wir mal gucken, wo wir die aufstellen. Die Kristalle kommen ja alle hier hin. Zumindest jetzt. So, das weiß ich, was wir mit dem Vintage-Jazz machen müssen. Sollen am besten. Ich denke mal, wir machen uns da mal schon ein Radio. Zwar haben wir das eigentlich auch nie, weil vor allem auch bestimmte Musik kommt, wo man keine Rechte zu hat, weil das bestimmt alles Dingsbums teilweise geschützte Musik sein wird. Na gut, den Rucksack. Ich denke mal, den lasse ich erstmal in der Truhe und den räume ich so dann aus.
Hier rein passt ja nichts mehr. Da kommt der Rucksack einfach da rein. Und das Magenta-Dingens, ich weiß es ja nicht. Warte mal, einer meinte auch, man könnte vielleicht mit Rechtsklick das auf irgendwas tun. Nein, mit Links- und Rechtsklick geht das nicht. Chocopedia brauchen wir, die Essence-Berries, die können wir auch einfach wieder nach oben tun. Wunderbar. Da können wir noch ein bisschen auf Erkundungstour einfach so gehen. Mit Regeneration, was soll's, mit unserem... Ah, wir können ja die erstmal ein bisschen paaren lassen, würde ich sagen. Da brauchen wir ein bisschen Geisels. Jo, die nehmen wir mal mit und tun sie dann nachher wieder... Die müssen wir eigentlich immer anpflanzen, das ist ganz klar eigentlich. Zack. Paart ihr euch nicht einfach so? Ah, wir müssen ja gucken, ob das, Dingsbums can breed und so weiter. Male can breed. Okay. Male can breed. Gut, dann können wir es gleich vergessen. Schade, sind beides männlich. Das ist ein bisschen unvorteilhaft, aber was soll's. Wir werden bestimmt irgendwo noch, ich weiß nicht, woher das Spawn-AI kommt oder so, aber wir werden es bestimmt nochmal so eins bekommen. Immer, wir haben ja zwei, ich denke mal, wenn die jetzt nicht verrecken, passt das eigentlich. Wir könnten ja mal in die Richtung gehen einfach. Ja, ist es die Richtung? Ja, es ist die Richtung. Wunderbar, können wir mal gucken gehen. Vor allem, was ist das da oben? Wunderbar. Was ist denn das hier? Ha? Ist das ein verlassenes Millionär-Haus? Ich weiß es nicht. Weiter geht's. Ja, hier leckt es natürlich ein bisschen, weil hier auch die neuen Chunks generiert werden müssen. Und diese Big Trees, die sind auch so heftig. Nein, diese blöd, das Riesen-Blumen-Bio, das sieht so blöd aus. Das ist ein Eisruine, okay. Oh, ja, da hoch möchten wir. What the fuck? So, Arrow, du bleibst jetzt mal hier. Oh nein, wir können ihn wieder nicht lösen. Also, was heißt Vor allem, was ist das denn hier? Ist da tatsächlich in dem Dungeon ein Dorfhaus gespawnt? Das glaube ich doch nicht wirklich. Boah. Lohnt sich? Scheiße, das ist so blöd, dass wir das nicht... weil wir keine Diamantspitzhacke haben. Machen wir uns hier einen Wegpunkt. WP nennen wir den einfach. Und wir holen uns dann unsere Diamantspitzhacke. Das ist so ein Mist, ist das. So. Die haben wir hier drin. Ach, es ist so dämlich. Warum kann es das nicht... Tank White ist doch in allen Sinnen so gut, dass es beide... Ah ne, das ist hier Pam, Crops, Pam. Und natürlich die Blume, die ist ganz wichtig. Gut, dass wir die haben. So, dann gehen wir wieder zum WP und... Ich möchte wieder, dass der WP weg ist. Genau, dankeschön. Und jetzt können wir hier rein. Boah, Alter. Ist schon ein bisschen erschreckt sogar. Anti-Venom? Oder bauen wir das auf jedem Teil zwangsläufig? Vielleicht geht Gift schneller weg, das kann auch sein. Egal, räumen wir das mal hier aus. Wunderbar. Gut, klar, wie gesagt, für Erfahrung. Ja. Nehmen wir mit. Wunderbar. Die Kiste ebenso. Ganz komisch hier mit diesem Haus, wo nichts drin ist. Wolle, okay. Wir wollen weiter in die Richtung. Tch, auf der Blume ist eine Blume gewachsen. Was zur Hölle? Oh Mann. Alter, jetzt ist aber hier Stillstand. dann.
Millionär, ja, neue Dörfer überall. Das ist so, da hakt's auch. Oh. Ja, wie gesagt, ach du Scheiße, was für ein fettes Dorf. Ach nee, es ist ein Millionär und mit normalen Dorfbewohner, alter Verwalter. Das ist aber ein heftiges Dorf hier. Ah ja, okay. Bisschen Erkundung hier, Alter. Ich glaube, das müssen wir mal ein paar Momente geben. Oh. Das war gerade ein FPS-Hänger. Was soll's? Wir gehen wieder zu... Oh nein, hier. Ach du Scheiße, das verstehe ich irgendwie nicht. Egal. Lustig hier. Also mit dem Dorf, glaube ich, kann ich mir vorstellen... Hamo Abatial Fleury l'Église. Was auch immer das heißt. Ein französisches Dorf. I'll be right there. Okay, hier gibt's wieder, ich kann mal handeln. Oh, gekochten Fisch. Genau, wunderbar. Jetzt habe ich den Yen bekommen. Das ist die tolle Währung. Jetzt kann ich mir, Sachen kaufen. Hier zum Beispiel ein paar schöne, normannische Gebäude, okay. Brot, Diamantstiefel. Nee, das möchte ich alles nicht verkaufen. Aber das ist ganz praktisch. Ich glaube, hier mache ich mal einen Wegpunkt für die Zukunft. Wie soll ich das nennen? Millionärdorf. Einfach nur eins. MD1. Schön, das werde ich mir merken. Das mache ich dann mal als so gelben Wegpunkt oder so. Ja. Wunderbar, schön. Da wissen wir immer, dass wir hier mal anfangen können in der Zukunft. Mal sehen, wann ich das machen werde. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ich werde euch auf der Laufenden halten mit dem Server. Sobald es Neuigkeiten gibt, werde ich euch das mitteilen. Oh. Nein. Ich habe ihn umgebracht. Oh, ich wollte es doch nicht. Das hier wollte ich umbringen. Mist. Naja, was soll man machen? Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.